Die Anna ist hier. Hallo. 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anna. Anna, wie geht's denn? Gar nicht so gut. Gar nicht so gut. Eigentlich seit letztes Jahr schon ganz schlecht. Und das ist auch der Grund deines Anrufes? Ja. Erzähl mal. Und zwar, ganz kurz, ich bin alleinerziehend. Ja. Ein Kind, zwei Kind, drei Kinder? Ein Kind. Ein Kind, wie alt? 3,5. Mhm. Und ich bin jetzt am Lernen halt. Am Lernen? Bitte? Am Lernen? Ganz genau. Was lernst du? Ich mache mein Abitur nach. Respekt. Respekt in dem Alter. Ja. Schön. Ja, nee, das finde ich, find ich. Ich fühle mich schon wie Oma. Nein, also, nee. Also, ich glaube, wenn man mit 29 das Abitur macht, ist das natürlich viel schwieriger. Vermutlich in der Abendschule, ne, machst du es? Nein, am Tag. Am Tag, egal wie. Ist das natürlich schwieriger, als wenn du es mit 17, 18 machst, doch klar. Und das Problem eigentlich bei mir ist, dass ich finanziell, da ich alleinerziehend bin und keinen richtigen Unterhalt kriege, bei einem Domino-Studio arbeite. Und das wäre auch eigentlich kein Problem, weil manche damit sehr gut klarkommen, aber ich nicht. Also Nebenjob Domina? Ja. Im Hauptjob im Moment Schülerin, kann man sagen? Ja, und Mutter. Schülerin und Mutter, genau, und Mutter und Hausfrau. Wie lange dauert das noch mit dem Abitur, bis du es hast? Bis Mai. Bis Mai. Und das, das ist eigentlich so, dass ich mich zusammenreißen sollte und sagen sollte, bis Mai. Und dann kann ich ein paar Monate vielleicht Vollzeit arbeiten, ganz normal. Mhm. Da sehne ich mich wirklich nach. Mhm. Keiner glaubt es, aber es ist wirklich so. Also Vollzeit irgendwas zu arbeiten? Ja, ganz genau. Ja. Dass man so ein bisschen Stabilität ins Leben reinkriegt, ja. Willst du studieren irgendwann? Ja, das Problem ist eigentlich, dass dieser Job, diese ganze Müll, die ich auf mich trage und getragen habe, das zerstört meine Seele. Wie lange machst du das denn jetzt mit der Domina? Seit letztes Jahr. Ja. Aber das fällt ja auch nicht so vom Himmel. Das, da wächst man ja irgendwie rein. Wie ist es bei dir gekommen? Das war Zufall eigentlich. Man schaut sich gewisse Sachen an. Also das sind nicht meine Vorlieben, möchte ich hier sagen. Mhm. Ja. Also sind privat nicht deine Vorlieben? Nee, ganz bestimmt. Aber dennoch, wiederhole die Frage nochmal. Wie kommt eine Frau, eine junge Frau dazu, im Nebenjob Domina zu sein? Wurde dir das angetragen? Kanntest du jemanden, der das macht? Wie ist es passiert? Also wenn das Geld fällt und fängt es immer knapper und knapper zu werden und man sieht immer die Miese auf dem Konto. Mhm. Und dazu letztes Jahr kam es noch dazu, ich habe einen Job versucht, also ich habe versucht zu arbeiten. Mhm. Da habe ich 4 Wochen es getan, Sprit bezahlt und so weiter. Mhm. Und ich habe keinen Lohn gekriegt, sondern ich bin richtig verarscht worden. Ja. Dann habe ich die ganze Hoffnung aufgegeben und da wollte ich unbedingt einfach, sag ich mal, das war mein letztes Geld und ich konnte auch von niemandem leihen, weil ich es auch nicht zurückgeben konnte. Okay, soweit die Vorgeschichte. Ich frage jetzt nochmal, wie kommt man dann gerade in dieses Spezialgebiet rein? Wenn du jetzt mir sagen würdest, okay, da habe ich mir überlegt, ich gehe auf den Strich, ich arbeite als Hure, aber du bist sogar als Domina rausgegangen. Wie kam das? Wenn es nicht vielleicht an deine weil jemand dir nicht direkt nahe dreht. Wie kam denn der allererste Kontakt zustande? Hast du irgendwo angerufen, hast gesagt, ja, ich würde es gern machen? Ja, genau. Wie hast du das gemacht? Ich frage jetzt wirklich so penetrant. Ja, ich war aufgeregt. Und, weil ich weiß gar nicht, wie mir das ich macht. Ich habe erzählt, dass ich halt nicht so bin, wie auch immer. Und hast du dir ich mir das gerne anschauen möchte. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich in der Lage wäre. Ja. Und wir halten nochmal fest. Ich würde das ganz gerne anschauen und ich bin halt lernfähig und ich kann mich ganz bestimmt umstellen, weil das Leben hat mir eigentlich beigebracht, dass man sich aber in gewissen Sachen irgendwie, ja, dass man einfach spielen muss, obwohl man es gar nicht so möchte. Und das ist eigentlich ein Spiel. Warum hast du in einem Domina-Studio angerufen und hast gesagt, hier, ich würde das vielleicht eventuell machen, obwohl du das gar nicht... zufälligerweise eigentlich. Ich habe eine Zeitung durchgeblättert und damals ging es mir noch nicht so schlecht und dann irgendwann mal habe ich die Zeitung nochmal, weil das irgendwie blieb. Ah, ja. Und die Werbung war eigentlich riesen, also groß. Und die Sprache war da, also dieses Thema war da angesprochen. Und ich wusste so allgemein, wie das halt abläuft. Ja. Wir halten aber jetzt nochmal fest, dass es persönlich gar nicht dein Ding ist. In deiner privaten Sexualität bist du überhaupt nicht so drauf. Nee. So, dann bist du da hingegangen, da hat man dich vermutlich irgendwie angelernt, wie man das da macht, oder? Ja. Und wie oft bist du jetzt im Einsatz? Wie oft machst du das? Zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Wie viel verdient man dabei?
Also ich verdiene nicht so viel, weil ich eigentlich also immer noch, sag ich mal, am Lernen bin. Mhm. Na, sag mir mal eine Zahl, ungefähr. Also 200 Euro kostet eine Stunde. Eine Stunde, gut, das ist natürlich eine Stange Geld. Mhm. Mhm. Jetzt sagst du, die kriege ich aber nicht, ne? Ach so. Mhm. Wie viel kriegst du denn dann bar auf die Hand für dich? Also die Hälfte. Die Hälfte. Also ich fahre dorthin, wenn was einfach um bestimmte Uhrzeit sein sollte. Ich warte und danach fahre ich nach Hause. Und es nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch in meinem Leben. Ja, so, jetzt hast du gerade was ganz Entscheidendes gesagt. Das, was ich da tue, ich arbeite im Nebenjob als Domina. Mhm. Das belastet mich so sehr und zerstört mein Leben und meine Seele so sehr. Meine Seele vor allem. Deine Seele. Ja. Was ist es, was dich dadurch so zerstört? Was ist das? Dass ich weiß, dass es nicht richtig ist. Mhm. Für mich, also richtig für Ehen seine, das ist das, was ich sage und ich sehe viel. Ja. Damian, ich sehe viel und wenn man manchmal im Fernsehen was erzählt, über so gewisse Vorlieben, die dann, ja, Vorlieben kann man das nicht mehr nehmen, perverse Sachen, dann kann ich nur sagen, das kann ich, das darf ich nicht mal sagen, weil bekannt, das kenne ich. Das habe ich ja schon mal gehabt, sowas. Mhm. Derartiges. Also du hast das Gefühl, dass es für dich der völlig falsche Weg ist, dass du da etwas tust, was ganz wider deiner Natur ist und wider deiner Überzeugung ist. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Und geht es auch noch weiter, dass du sagst, ich unterstütze auch noch irgendwelche Perversitäten bei anderen Leuten? Das ist es. Sag mal ein Beispiel, welche Perversität du unterstützt durch deine Tätigkeit. Das ist ja nicht so halt, wie die meisten Leute sich das vorstellen, dass da eine Frau mit Peitschen läuft durch die Gegend und schlägt, ja. Mhm. So, ne? Wir sind schlimmere Sachen eigentlich. Oh, ich bin so aufgeregt. Sag mal. Da sind die Sachen zum Beispiel, die sind letztens im Fernsehen, also das war auch so, es hat mich auch sehr, sehr erschüttert. Das ging um diese Geschichte mit den zwei Homosexuellen, wo der eine den anderen halt fast aufgegessen hat. Mhm, ja, und der eine eigentlich geschlachtet sein wollte. Mhm. Und damit so eine Fälle habe ich. Also nicht in dem Sinne, dass es halt geschieht, sondern dass es halt vorgespielt wird, dass ich zum Beispiel so ein Stichwort, so eine Schweineschlachtung, Gummistiefel an, so ein Gummianzug. Und die Menschen eigentlich, die tun mir nicht leid. Die haben mir leid getan. Und ich habe auch gefragt, ich habe mich da mal ein bisschen mit den Menschen auseinandergesetzt, warum tun die das? Weil das sind ganz bestimmt nicht diese, die dann im ganz normalen Leben ganz mies oder irgendwie abartig aussehen, sondern die mit Anzügen kommen und Krawatten, weißt du? Klar, das ist ja das, dass das oftmals das Leute sind, von denen man es überhaupt nicht erwarten würde. Vielleicht gibt es auch Prominente, die es machen, wir würden aus allen Wolken fallen, wenn wir das erfahren würden. Ja, aber soll ich über die nicht reden? Nein, natürlich nicht. Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Mhm. Aber ich verstehe und erahne, was du meinst. Aber das ist ja noch nicht, das ist noch nicht. Ich habe jemanden kennengelernt und ich finde den ganz, ganz toll. Er ist ganz, ganz lieb zu mir und er bemüht sich auch sehr. Ja? Und wo liegt das Problem da? Dass er die Wahrheit nicht kennt und ich möchte die Wahrheit auch nicht sagen. Mhm. So, Anna, ich finde, du hast zwei ganz, ganz, ganz entscheidende Sachen gesagt. Du hast einen Satz gesagt, der für mich alles sagt im Prinzip. Das, was ich da mache, zerstört meine Seele. So, ja. Punkt. So, dann hast du gerade den zweiten Aspekt genannt. Ich habe jemanden kennengelernt, den ich sehr mag. Und du verknüpfst jetzt natürlich damit die Sorge, dass diese Beziehung vielleicht kaputt geht, wenn er es erfährt. Mhm. Auf jeden Fall ist die Beziehung belastet dadurch, dass du es nicht sagst. So, jetzt habe ich diese beiden Sachen erfahren von dir. Ja. Das reicht mir aus, um ganz knallhart zu sagen, lass es sein, hör auf. Aber radikal. Ich weiß, jetzt kommt die Geldnummer, ist mir klar. Mhm. Aber weißt du, Anna, es muss immer irgendwie einen Weg geben. Diesen Preis darfst du nicht zahlen, den du gerade im Moment dafür zahlst. Ja. Du hast eine Verantwortung deinem Kind gegenüber. Das Kind will eine ausgeglichene Mutter haben. Das stimmt. Du hast eine Verantwortung deinem Leben gegenüber. Das heißt, du würdest dich freuen, auch wieder eine gute Partnerschaft zu haben. Da tut sich jetzt gerade was an. All das gefährdest du. Ja, ich möchte, das ist das Allerwichtigste. Raus aus diesem Job. Ich weiß nicht, wie viel Beihilfen man beantragen kann.
Habe ich überhaupt keine Ahnung, aber irgendeinen Weg muss es doch geben. Und du bist so eine ehrgeizige Frau, die jetzt noch ihr Abitur nachmacht. Da muss es auch irgendeine Möglichkeit geben, dich durchzukriegen. Und außerdem ist es ja gar nicht mehr lange hin. Es ist ja schon bald, dass du das Abitur hast. Ja, und scheitert das jetzt aufgrund dessen, dass ich halt mit meinen Gedanken, das kann ich mir nicht anordnen, weil das zerstört meine Idealen und meine Hoffnungen, die ich habe. Es zerstört deine Identität, das ist das Schlimme. Das glaube ich. Okay. Raus. Schneller, so schnell wie möglich. Es wird irgendwie gehen, es wird irgendwie weitergehen. Und irgendwann wirst du sagen, es war eine harte Zeit damals, aber es ist so gut, dass ich es gemacht habe. Mhm. Meine ganz klare Meinung, ich brauche gar nicht mehr weiter was dazu zu sagen, Anna. Ich könnte dir die Hilfe von meinem Psychologen anbieten, wenn du magst, dass du noch ein paar Worte mit dem redest. Ja, sehr gerne eigentlich. Okay, das können wir machen. Von meiner Seite aus ist alles gesagt. Raus und Respekt vor deiner Leistung. Ich bin sicher, dass du es schaffen wirst im Mai. Und dann... Bitte für mich, okay? Absolut, ich werde an dich denken. Leg mal auf, wir rufen nochmal an gleich. Okay, tschüss. Tschüss, Anna.